Ja, willkommen wieder zum Treasury and Finance Convention Podcast auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil und ich berichte von der zweiten Treasury and Finance Convention, veranstaltet von Schwabe, Lai und Greiner in Schladming. Und mein nächster Gast ist Hannes Moser, er ist CFO von Greiner aus Oberösterreich. Lieber Hannes, herzlich willkommen im Treasury and Finance Convention Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christian, und danke, liebe Hörer, fürs Zuschalten. Wir werden jetzt über CFO-Themen sprechen, denn du bist CFO, du bist nicht Treasury im Unternehmen Greiner. Ich beginne jetzt mal beim Unternehmen. Stell doch mal für die Hörerinnen und Hörer die Firma Greiner mal kurz vor. Sehr gerne. Die Firma Greiner ist ein Unternehmen, das bereits seit 160 Jahren in Familienhand ist. Wir arbeiten in drei unterschiedlichen Divisionen und sind ein Kunststoffverarbeiter und Schaumstoffproduzent. Wir sind weltweit tätig, haben Niederlassungen in über 30 Ländern dieser Welt, beschäftigen weltweit knapp 11.000 Mitarbeiter. Ja. Das ist sehr herausfordernd. Eine schöne Story, die auch groß genug für die Börse wäre. Ich weiß es aus dem Vorgespräch, da warst du noch nicht CFO und noch gar nicht im Unternehmen tätig. Da galt die Greiner mal als Börsekandidat. Ihr habt euch da offenbar schon vorbereitet gehabt vor 20 Jahren plus. Das ist richtig. Greiner ist ein sehr, sehr innovatives Unternehmen und vor ungefähr 20 Jahren hat sich Greiner mit Produkten der Medizintechnik zu beschäftigen begonnen. Zu diesem Zeitpunkt hat man natürlich sehr schnell wachsen wollen und hat gesagt, wie kann man das am besten darstellen, denn auch andere Divisionen wollten wachsen zu der Zeit und da schien ein Börsegang die beste Lösung dafür zu sein. Mit einem starken Börsepartner, mit breiter Aktionärstruktur das Unternehmen weltweit aufzustellen. Alle Vorbereitungen waren getroffen, wie ich höre. Ich war selber damals noch nicht dort. Deswegen spreche ich das auch so locker an. Ja, und dann kam die Dotcom-Blase, wo natürlich nicht nur wir, sondern auch viele andere Unternehmen von einem IPO abgesehen haben. Dieses Wachstum, die Globalisierung in diesem Bereich ging dann auch aus eigener Kraft und heute ist das Thema Börsegang kein Thema mehr für die Greiner Gruppe. Ja, schade, dass dieses Window of Opportunity so schnell zugegangen ist damals. Ja, das hat viele betroffen, wie du vollkommen richtig sagst. Aber ich weiß ja, du warst ja CFO bei einem Unternehmen MIBA, auch aus Oberösterreich, und die waren ja börsennotiert. Dort hast du auch Treasury gemacht, hast du mir erzählt. Ja, richtig. Auch das ist schon einige Zeit her. Die MIBA war damals mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien an der Börse notiert, an der Wiener Börse. Es war so ein bisschen eine österreichische Spezialität, diese stimmrechtslosen Aktien sieht man heute eigentlich gar nicht mehr. Man hat sich in den letzten Jahren dann aber dazu entschieden, das Unternehmen wieder von der Börse zu nehmen. Ja, ist ein typischer Trend gewesen bei starken Eigentümerpersönlichkeiten, die halt mit den Stimmrechten einen anderen Zugang hatten, aber für die Aktionäre war es ja keine schlechte Geschichte. Ich komme zurück zu Greiner, du bist CFO, wir haben es erwähnt, du machst natürlich nicht Treasury, aber ich denke Treasury in der Firma Greiner ist bei dir im CFO-Bereich angesiedelt, oder? Das ist richtig und der große Bereich Treasury ist für jeden CFO ein absolut wichtiger Bereich. Würdest du gern selber nochmal der Treasury-Boss auch sein, ohne jetzt dem Kollegen oder der Kollegin irgendwie reinzupuschen? Ja, es macht schon sehr viel Spaß, das Treasury, Finanzierungsstrategie aufzusetzen, umzusetzen dann auch, ist schon eine lustige Geschichte. Jetzt hat sich ja da viel verändert in den vergangenen Jahren. Das Geschäft ist immer digitaler geworden. Was kann ich mir unter so typischen Treasury-Aktivitäten bei einem Unternehmen wie Greiner vorstellen? Ja, da geht es natürlich um die richtige Ausgestaltung der Finanzierungen für das Unternehmen und die einzelnen Unternehmen in einem Gruppenverbund. Da geht es darum, die richtigen Banken auszuwählen, die richtigen Partner auszuwählen. Für uns sind Banken immer Partner. So wollen wir das sehen und so handhaben wir das auch. Und dann die einzelnen Finanzierungen zu strukturieren, abzuschließen, zu diskutieren. Das macht viel Spaß. Und ist sehr viel Kreativität gefordert dabei. Ich mache 12 Podcasts von diesem Event hier in Schladming und alle lachen irgendwie. Der Job dürfte offenbar wirklich Spaß machen, glaube ich. Glaube ich schon, das kann ich mir durchaus vorstellen. Klingt so hardcore nach außen, wenn ich das Wort jetzt verwenden darf, aber es macht, glaube ich, wirklich Spaß. Du warst auf einem Panel, auf einem Roundtable dabei mit anderen oberösterreichischen Unternehmen, mit der FACC und Swietelski. Ich war nicht dabei, weil ich einen Podcast aufgenommen habe. Worüber habt ihr gesprochen und seid ihr zu einer Art Ergebnis, Bottomline gekommen? Es war ein spannendes Panel
Und auch wenn wir sehr unterschiedliche Unternehmen sind, in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Märkten tätig und in unterschiedlichen Ländern produzierend, haben wir doch ein paar Gemeinsamkeiten gefunden. Zum einen herausfordernde Märkte, nicht nur hier in Österreich oder international, aber auch spannende Märkte, bei denen wir doch alle drei Chancen ergreifen können und Wachstum noch sehen. Und das Fazit für uns alle drei war eigentlich am Schluss, nicht alles schlecht reden, das Glas ist nicht halb leer, das Glas ist halb voll, und Zuversicht haben, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Das klingt doch mal gut, und ihr seid drei österreichische Unternehmen und noch dazu oberösterreichische Unternehmen. Gibt es doch irgendwie, was Treasury und Finanzierungsseite, Bundesländer, Besonderheiten, irgendwelche Förderungen oder irgendwas, wo man zusammenarbeiten und voneinander lernen kann? Also ich glaube, dass gerade Oberösterreich, wo so viele Industrieunternehmen sind, Oberösterreich ist das Herz der Industrie in Österreich, gibt es eine Aktionärskultur. Wirklich? Ja, da trifft man sich noch. Gibt es einen sehr, sehr starken Austausch zwischen den Unternehmen in den einzelnen Bereichen wie im Treasury, wo dann auch Ideen geboren werden, wie man es denn besser machen kann, mit wem man arbeiten kann. Also sehr, sehr spannende Themen hier. Du bist im Vorjahr nicht dabei gewesen, hast du mir im Vorgespräch erzählt, bei der ersten Treasury and Finance Convention, bei der zweiten jetzt sehr wohl. Was sind so deine Eindrücke vom Event? Also ich wollte mir das mal anschauen. Aus dem Grund bin ich auch heute hierher gekommen. Ich habe im letzten Jahr schon gehört, eine sehr gute Veranstaltung mit vielen österreichischen Unternehmen. Ich kenne das Finance und Treasury Forum in Mannheim von SLG, eine sehr große internationale Veranstaltung. Und hier ist sehr viel auf Österreich zugeschnitten. Und österreichische Unternehmen brauchen diese Vernetzung, brauchen den Austausch. Und es ist ein sehr gutes Format, um genau hier das zu machen. Wir haben am Panel alle drei Panelisten, die Unternehmen sind natürlich österreichische Unternehmen, die international agieren. Wie groß sind in den einzelnen Ländern da die Unterschiede, was Regulatorik betrifft? Oder kann man sagen, im Treasury ist das ein schönes internationales Thema, wo ein internationaler Zugang möglich ist? Das wäre schön, wenn man das sagen könnte. Jetzt hat er nicht mehr gelächelt. Jetzt habe ich nicht mehr gelächelt, denn gerade im Treasury haben wir in allen Ländern dieser Welt mit sehr viel Regulatorik zu tun. Es sind nicht nur die Länder der EU, wo wir uns doch auch immer wieder beschweren, dass wir hier zu viel reguliert werden. Es sind auch außereuropäische Länder, die dann wieder andere Vorschriften haben. Und die muss das Treasury beherzigen, wenn es um Finanzierungsstrategien für eine ganze internationale Unternehmensgruppe geht. Digital, ESG, was fällt dir sonst noch oder sind das die großen Trends der vergangenen Jahre? Das sind sicher die großen Trends in unterschiedlicher Intensität für unterschiedliche Unternehmen. Ja. Für uns als Kunststoffverarbeiter ist natürlich das Thema ESG-Nachhaltigkeit das große Thema. Ne? Genau. Ja, richtig. Ja. Etliche Podcast-Gäste, und da möchte ich nochmal kurz zurückkommen in unserem Gespräch, auch haben die Wichtigkeit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Banken angesprochen. Auch du hast das angesprochen. Ist das bei euch CFO oder Treasury-Thema? Der Austausch ist laufend, nehme ich an, oder? Der Austausch ist laufend, aber es ist sowohl als auch Treasury und ganz wichtig CFO-Thema. Wir im Unternehmen fahren eine ganz klare Hausbankenstrategie, betont es deshalb so sehr, weil es wichtig ist, vertrauensvoll und vor allem transparent mit unseren Partnern umzugehen, mit unseren finanzierenden Partnern. Hausbankenprinzip kennt man aus Österreich, klassisches, konservatives Prinzip. Als international tätiges Unternehmen funktioniert das natürlich nicht nur mit den österreichischen Banken, sondern sie brauchen im Portfolio der Hausbanken auch internationale Banken, große internationale Banken, die wir zum Beispiel in Thailand, in Brasilien begleiten können. Und für große internationale Banken ist das dann immer so ein Aha-Effekt, wenn man sagt, ich hätte mit dir gerne eine Hausbankenbeziehung. Ja, was meinst du damit? Offenheit, Transparenz, aber auch Begleitung in guten und in schlechten Jahren. Das heißt, du bist auch ein Ambassador von österreichischer Bankenkultur in Richtung internationale Märkte. Nochmal die Nachfrage, also es ist schon Ziel, mit einer Bankengruppe die Branches oder Niederlassungen in mehreren Ländern haben zu arbeiten, oder setzt man doch auf Diversität, um vielleicht auch die Verhandlungsbasis ein bisschen zu verbessern? Schwierige Frage. Ist eine schwierige Frage. Nämlich on record vor allem. Aber, und das mag jetzt ein bisschen komisch anmuten, wenn ich sage,
Mir geht es nicht um den letzten Basispunkt, um immer nur die beste Kondition. Es muss das Verhältnis, das Gesamtverhältnis mit einer Bank, mit einer Bankengruppe stimmen. Es soll eine Bank auch was verdienen dürfen. Auch da stehe ich dazu, denn ich will ja, dass diese Bank mich langfristig begleitet und nicht beim ersten Windhauch selbst umfällt. Es ist eine Beziehung in guten wie in schlechten Zeiten und wir hatten an Herausforderungen gar nicht so wenig Dinge, die da so eingeschlagen sind in den vergangenen Jahren. Ich habe diese Antwort erwartet und freue mich, sie zu hören aus deinem Mund, weil so verstehe ich dann auch so quasi Augenhöhe Zusammenarbeit zwischen großen Playern. Letzte Frage, lieber Hannes, was ist das, was dir an deinem täglichen Job, in dem du tätig bist und lächelst, Spaß macht? Gibt's viele Dinge, die einem Spaß machen können. Wir haben vorhin schon über das Treasury gesprochen. Gibt aber natürlich gerade als Finanzvorstand auch andere Themen, die sehr herausfordernd sind und Spaß machen. Und das ist die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe sehr, sehr stark in Zusammenarbeit mit dem CEO des Unternehmens. Die strategische Arbeit, wo will ich mich hinentwickeln? Und eines ist auch sehr, sehr spannend daran, die Interaktion mit den Eigentümern. Wie gesagt, wir sind ein Familienunternehmen mit einer sehr breiten Eigentümerschaft und hier die Interaktion sehr herausfordernd und sehr spannend. Da hast du aus der MIBA auch schon Erfahrung mitgebracht. Ist, glaube ich, gut, irgendwie der Finanzguy, wenn ich das jetzt mal lieb gemeint so sagen darf, für starke Familien zu sein. Ne? Absolut. Und Familienunternehmen, wie man immer schon so schön sagt, in Österreich sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Definitiv. Und das ist auch gut so. Und ein schöneres Schlusswort gibt es einfach nicht. Und deswegen sage ich jetzt danke, lieber Hannes, dass du im Treasury and Finance Convention Podcast mein Gast warst. An euch da draußen, glaube ich, mega inspirierende Folge wieder mal. Und danke an euch fürs Zuhören. Ein Tschüss von meiner Seite. Lieber Christian, danke für die Einladung. Und Ihnen, ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, dass ich Ihnen auch ein paar nette, interessante und lustige Dinge erzählen konnte. Wunderbar. Danke. Ciao.